geht's nach Hogsmeade. Ja, wir müssen aber nicht dahin, sondern wir sind schon da. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes aufnehmen. Gerade auch wegen der ganzen Bugs, die jetzt gekommen sind. Seitdem, hier muss ich mal rein, ne? Seitdem das Update draußen ist. Gestern, also am, nee, Moment, am 8. war es, glaube ich, vorgestern, ist ein neues Update rausgekommen. Seitdem ist das Spiel nicht mehr so richtig funktionabel. Man kann nicht mehr porten. Das heißt, wundert euch nicht, ich mache dann ein paar Cuts, wenn ich irgendwo anders hin muss. Ich kann nicht einfach aus Porten drücken und dann sind wir da, sondern ich muss die ganzen langen Strecken mit dem Besen hinfliegen. Ich meine, ich könnte auch Wolkenschwinge nehmen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss das alles quasi per Hand machen. Und ja, das ist extremst nervig, vor allen Dingen, weil ich genau ein paar Stunden oder einen halben Tag nach dem Update, ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen bin, eigentlich die 100% schon mal vorbereiten wollte. Also sprich, alle Sachen, die man so sammeln kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Quest. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin! Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Nein, ich möchte das Ei selber behalten und ausbrüten. So wie Hedwig es damals gemacht hat. Oder noch machen wird in dem Fall. Ja. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Ja, ich meine, wir können ihr vertrauen, ne? Ich meine, die haben zwar mal gesagt, wir dürfen mit niemandem drüber reden, aber... Rookwood arbeitet mit Renrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fege hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin führte. Lange Geschichte. Aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Mhm. Was machen wir dann? Legen ihr ein hübsches Halsband an und bringen sie nach Hause oder was? Oje, oje. Okay, dann schauen wir erstmal. Was können wir denn noch bei den Aufträgen machen? Das war ja jetzt ziemlich schnell. Triff dich mit Sebastian, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ach so, genau, und mit Natti wollte ich mich noch treffen, vor dem Wahrsageklassenraum. Ja, ich werde mir das Ganze mal markieren und werde dann mit dem Besen dahin fliegen. Das ist so frustrierend. So. Da sind wir. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann deine Freundin dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Vor allen Dingen unfair. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt.
Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. Mhm. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Das ist wirklich unglaublich, aber... Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Kannst du auswählen, welche Gestalt dein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Deine Mutter darf uns nicht aufhalten? Nee, das ist natürlich Quatsch, aber... ist nicht ganz unrichtig, gerade wo sie so am Wildern sind, auch wenn sie vielleicht eher magische Geschöpfe am Wildern sind, dass es da nicht so clever wäre, in Gazellengestalt rumzulaufen. Sie ist eben besorgt um dich. Es wäre vielleicht besser, wenn du Hogsmeade vorerst meidest. Das mag zwar sicherer sein, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre. Du etwa? Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ja, das war's jetzt schon, oder was? Leute, ihr könnt mir doch nicht immer so kleine Häppchen präsentieren. Tja. Das heißt, der Auftrag ist auch schon wieder weg. Wir könnten noch mal eben zum Hausmeister gehen. Ich habe einige Statuen wieder beschafft, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht... Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das genug sind. Wir sehen uns gleich beim... So, hier vorne ist der Hausmeister. Dann schauen wir mal, wie viele wir jetzt dabei haben. Wahrscheinlich reicht es nicht für die 13, nehme ich mal an, aber mal eben gucken. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wir haben es fast geschafft. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humora wirken. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Oh, vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. So, 6 Stück hatten wir nur. Naja, gut, okay. Aber es ist fast die Hälfte. Ja, danke, danke.
Ja, dann würde ich sagen, das hier lassen wir erstmal komplett weg. Da können wir jetzt noch nichts machen. Die Konkurrenz wegfegen würde ich nicht gerne machen. Vor allen Dingen, weil es Besenfliegen ist. Aber im Schatten der Zeit. Das Problem ist, die Sachen von Sebastian sind meistens sehr lange. Hat mir eine Eule geschickt und mir mitgeteilt, dass er eine Spur zu dem Relikt gefunden hat, das N helfen könnte. Ja, und ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt wahrscheinlich auch länger sein wird. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns tatsächlich mal um die Nebenquest hier kümmern. Sprech mit der von der Besenprüfung. Und muss ich nochmal schauen, wo die überhaupt ist. Ist auf der Weltkarte. Oha, ganz unten ist die Besenprüfung. Ja, da muss ich ein bisschen länger für hinfliegen. Wir sehen uns dann gleich. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich jetzt gerade hier hingekommen bin, gerade den Tag gemacht habe und dann können wir die Quest weitermachen. Ja, dann in dem Fall würde ich sagen, dass wir nochmal das komplette Stück zurückfliegen und dass wir uns nochmal mit Imelda treffen. So, Poppy, da bist du ja. Sie ist sonst verlässlicher. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ja, klingt logisch. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim hier rumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Ja, nur, genau. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Nein, das stimmt nicht. Wir würden den Drachen ja ausbrüten und ihr dann zurückgeben. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Ach, und dann hält sie uns nicht für Beute. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Kein Thema. Wir regen den Drachen schon nicht auf. Oh, ich höre sie schon. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh Gott. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Die Frage ist, sollen wir uns vielleicht lieber unsichtbar machen? Wäre vielleicht die einfachste Sache, ne? Dass wir sie dann nicht auf uns aufmerksam machen. Ha.
Vorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Wo ist sie denn? Ist alles Blut? Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Ja, nicht mehr lange. Da hinten sind schon Wölfe. Bombarda! Andringo! Expelliarmus! Genau. Wenn uns nicht gerade irgendwelche Straßenhunde erwischen. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Aber die wahren Galeonen findet man in Acromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Agnus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Revelio. So, Liebes. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Aus der Entfernung, ja. Sieht aber geil aus. Hier kann ich aber... Doch, Moment, da unten ist der Rest, oder? Kann ich das reparieren? Ich sehe, auch die Brücke entging ihrem Zaun nicht. Fantastisch. Okay, versuchen wir uns mal reinzuschleichen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob das überhaupt möglich ist. Keine Ahnung, aber wir versuchen es mal. Finde ich für die akzeptabelste. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ja, wenn man unsichtbar sind, kann man sie sehen. Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Durchsichtige Schafe, okay. Habe ich auch noch nicht von gehört, aber okay. Ich nehme mal an, dass wir uns hier wahrscheinlich gar nicht verstecken müssten, weil sie ja nicht wirklich hier vorsichtig in der Nähe ist. Ich sollte am besten hier runtergehen, glaube ich. So. Revelio. Gucken, ob hier noch irgendwelche Gegner sind. Oh. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Auf jeden Fall nehmen wir uns noch den Umhang mit, den wir hier finden können. Oh. Ach so, das sind die Eingeweide, wollte ich gerade schon sagen. Das ist das Skelett davon. Wetten, dass wir jetzt gleich nicht mehr unsichtbar sind. Ja, es war so klar. Ja, aber ich kann auch nichts machen. Ich kann mich nicht unsichtbar machen, also muss ich laufen, oder was? Oh Gott. Ich denke mal, dass es da besser ist. Kann ich mich dahinter... Kann ich mich nicht hinter verstecken? Nur durch die Mitte, glaube ich, holen. Lauf, 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 lauf. Danke, dass du mir den Weg frei machst. Lauf. Nu?
Revelio. Hier ist aber auch nichts, ne? Ich sehe zumindest nichts. Oh Gott. Aber ich wusste, dass wir da nicht mehr unsichtbar sein werden. Ich wusste es. Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Hi. Oh. Ja. Jetzt macht sie das aber noch zweimal. Wir müssen nur das Nest erreichen. Ja, nur ist gut. Das ist uns nicht leicht. Lauf doch. Lauf, 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 lauf. Kein aber schon krass. Empfang. Eigentlich ist sie ja direkt was über uns. Kaminfeuer? Ihr könnt ja einfach mal so ein paar Flammen nach unten machen und schwupps werden wir gegrillt, ne? Also. Okay. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber das ist nicht verstehen. Lauf, lauf, lauf. Ja. Braucht immer so lange, bis sie aus der Deckung rauskommt. Du musst zu der Öffnung untergehen. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Ha! Haben wir auch noch eben mit eingesammelt. Genial. Ja, genial. Ich hoffe, dass die das Ei selber da reinlegt, dass ich das nicht machen muss. Oh Gott. Da ist das Mist. Wir sind fast da. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nee, ne? Da. Und die kommt doch bestimmt jetzt wieder hier irgendwie raus. Warum sind alle Brücken zerstört? Reparo. Vielleicht weil die da drüber gelaufen sind, die Wilderer, und sie die dann zerstört hat. Das interessiert mich nicht. Hauptsache, wir kriegen das Ei. Wenn wir das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. So. Beraubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Und ich glaube, sie hat sogar unseren Duft eingesaugt. Vielleicht erkennt sie uns nochmal. Sie versuchte uns zu töten, ja genau. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Nein, nein, ich will noch einen Drachen finden. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Wie konnte ich so blind sein? Wo ist sie denn? Da. Auftrag abgeschlossen. Aber ich muss ihr jetzt nicht helfen,
zur Eule zu kommen. Nö, sie geht jetzt einfach so, los, los, wir müssen los, ich brauche eine Eule. Und dann, ich gehe dann erstmal in Hogsmeade eine Runde shoppen, bis ich meine Eule gefunden habe. Ja, manche Leute kann man nicht verstehen. Aber ich finde das ja immer wieder genial. Ich meine, andererseits, wir laufen ja auch die ganze Zeit durch die Gegend, knacken die ganzen Schlösser und klauen einfach mal die Sachen von den Anwohnern, die teilweise noch neben uns stehen. Ja, dass es nicht so realistisch ist, das wissen wir natürlich alle. Aber ich meine, klar, wir spielen ein Spiel und dementsprechend, ich finde es super, dass wir rumlaufen können und die Schlösser knacken können und dann die Sachen klauen können und dass sich dann keiner beschwert. Weil sonst, glaube ich, müssten wir uns echt mit allen anlegen, was hier rumläuft. Ja, aber ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um hier erstmal einen kleinen Cut zu machen. War dann ja doch noch eine schöne und auch recht zusammenhängende Folge. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann die Sache mit Sebastian erstmal in Angriff nehmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.